Meine Verehrung, Madame. Ich begrüße Sie, Monsieur. Ich bin glücklich, dass Sie mir die Ehre geben. Monsieur Royer wird Ihnen die Stücke zeigen, die wir für Sie vorbereitet haben. Ich darf mich entschuldigen. Sie werden von ihm bestens beraten. Wir sprachen ja schon am Telefon über die Stücke. Ich darf sie Ihnen jetzt vorlegen. Darf ich mal bitten, Monsieur Capel? Bitte schauen Sie. Search, das nehmen wir. Vielleicht werfen Sie auch trotzdem noch mal einen Blick auf unsere wirklich auserlesene Kollektion. Auch nicht hässlich. Nicht wahr, meine Liebe? Das nehmen wir auch. Und hier eins unserer schönsten Brillant-Colliers. Wirklich nur was für Kenner. Ist bereits gekauft. Bitte wollen Sie die drei Stücke für Lord Shelton fertig machen. Wie viel? 5.500.000 Francs. Neue Francs, versteht sich. Darf ich sie Ihnen schicken lassen? Danke, ich nehme es gleich mit. Verbindlichsten Dank. Danke. Auf Wiedersehen, Monsieur. Auf Wiedersehen, Monsieur. Madame. Monsieur. Erfreuliches Geschäft, nicht wahr? Das kann man wohl sagen. Doch Shelton hatte heute seinen guten Tag. Um Gottes Willen, Herr Direktor! Ja, was ist denn? Hat er sein Päckchen vergessen? Fantomas ist ein einfacher Mörder wie andere auch. Er ist ein Mensch wie Sie und ich, meine Damen und Herren. Sie werden sagen, ja, aber die Verbrechen, die er begangen hat, Sie haben recht. Aber sehen Sie mal, die Zahl seiner Opfer ist minimal im Vergleich zu den Verkehrstoten, die monatlich bei uns anfallen. Sicher, er hat Flugzeuge abstürzen, Züge entgleisen lassen. Aber trotzdem, gefährlicher als jeder Mörder ist der Mörder am Steuer. Und ich muss leider sagen, dass in diesem Punkt unsere Strafverfolgung noch sehr zu wünschen übrig lässt. Aber sei dem wie ihm wolle. Fantomas, wir sind hier auf den Fersen. Du magst 100 verschiedene Gesichter haben, aber du hast nur einen Kopf. Und es wird der Tag kommen, wo du überhaupt keinen mehr hast. Da werde ich ihn nämlich geholt haben, Frau Thomas. Ja, ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und
Deshalb, meine Damen und Herren, haben Sie Vertrauen zur Polizei. Zu Nervosität oder Panik besteht keinerlei Veranlassung. Wir danken Ihnen, Herr Kommissar. Meine Damen und Herren, Sie hörten Kommissar Juve, der freundlicherweise zu uns ins Studio gekommen ist, um zu Ihnen zu sprechen. Et vous confirmez que la police veille. Und nun weiter in unserer bunten Unterhaltungssendung zur Mittags. Dass die Polizei immer gleich derartig übertreiben muss. Für die sind wir offenbar alle Idioten. So ungefähr hört sich's an. Seht euch das mal an. So sieht bei uns heute die erste Seite aus. Hat sich wieder mal ganz hübsch ins Zeug gelegt. Hört mal her, wie findet ihr das? Es lebe Frank Thomas. Frank Thomas, ein Geschöpf der Fantasie. Ist das keine gute Schlagzeile? Auch nicht gerade überwältigend. Das ist doch klasse, aber was verstehst du schon davon? Wird er noch was sagen dürfen? Beim Ball der Phantome und Hirngespinste bist du der Hans Wurst vom Dienst. Und führst im Reigen der Sensationen die Dummen an der Nase herum. Findest du das nicht ziemlich hochtrabend und ein bisschen sehr weit hergeholt? Sieh du mal zu, dass du anständige Fotos machst. Also, wenn ihr mich fragt, ich find's gut. Das ist doch brillant formuliert. Das Beste kommt erst. Hört mal weiter. Sie wollen uns weiß machen, die Polizei wacht. Nein, Herr Kommissar, die Polizei wacht nicht. Sie lullt uns ein. Sie haben einen Sündenbock gefunden. Den Mann mit den 100 Gesichtern, um ihr eigenes Gesicht nicht zu verlieren. Aber warum sind Sie nicht konsequent, Herr Kommissar? Die Wohnungskrise verschuldet Frank Thomas. Warum fallen Kurse, warum steigen Preise, Frank Thomas? Oh. Ich wünschte, mir wäre das eingefallen. Wir müssen vom Sozialen her aufziehen, hast du gesagt. Streite ich gar nicht. Bitte, ist alles drin. Die Mieterhöhungen, die Einkommensteuer, Frank Thomas. Der Unauffindbare, der für alles herhalten muss, das schwarze Schaf vom Dienst, Frank Thomas. Na, was sagst du dazu, mein Schatz? Auf einmal interessiert es dich, was ich denke? Hm? Für mich ist das Letzte, ein unmöglicher Schwulz. Da soll mir noch einer kommen und sagen, was Liebe blind ist. Zu blöd. Da wird sich einer ins Fäustchen lachen, wenn er das liest. Wer denn? Frank Thomas. Dir würde ich wünschen, dass dir dieser ominöse Herr persönlich mal über den Weg läuft. Na und? Glaubst du, vor dem hätte ich Angst? Das muss ein hinreißender Mann sein. Weißt du, manchmal frage ich mich, was ich an dir jemals hinreißend gefunden habe. So, davon wird dein Artikel aber auch nicht besser. Schreib doch nicht immer so knochentrocken. Man hat das Gefühl, du hast überhaupt keine Fantasie. Wenn es diesen Frank Thomas nicht geben würde, dann könnte man ihn doch erfinden. Hm. Schätzchen, dafür bekommst du einen Kuss. Den hast du verdient. Du hast mich auf eine Idee gebracht, die ist einmalig. Ich dich auf eine Idee? Ja, komm. Wohin denn? Zum lieben Frank Thomas. Zu Frank Thomas? Ja. Eine drauf. Richtig schön unheimlich. Das Ungeheuer hat sich mir anvertraut. Interview mit Frau Thomas. Welt in der Gewalt eines Wahnsinnigen. Wer ist Frau Thomas? Unser Reporter sprach mit dem großen Unbekannten. Interview mit Frau Thomas. Es wird nicht mehr lange dauern, dann werde ich die Welt beherrschen. Die Menschheit weiß es noch nicht, aber sie ist schon in meiner Gewalt. In Kürze habe ich die totale Waffe einsatzbereit. Ich bitte Sie, totale Waffe. Kapitaler Blödsinn ist das. Ohne Infanterie nutzen einem die totalsten Waffen nicht. Zeit für Sie, Herr Minister. Danke, mein Boss. Es gab schon Pressekonferenzen, die mir weniger Kopfschmerzen gemacht haben. Wenn ich wollte, ich wäre imstande, die Erde in die Luft zu sprengen. Und dieser Esel von einem Kommissar Süb wäre machtlos dagegen. Es kann schon morgen stattfinden, das Riesenfeuerwerk, die große Schlussapotheose. Endlich mal ein Schauspiel, das dieser Welt würdig ist. Eintritt frei, Kartenbestellungen überflüssig, beste Sicht von allen Plätzen. Morgen erleben wir den letzten Tag. Der Ultimo kann uns nicht mehr schrecken. Mensch, der du vergänglich bist wie alles Irdische, du wirst in Schönheit sterben. Sensationell, fabelhaft, mein Lieber. Genau das, was ich von dir erwartet habe. Das springt die Leute an, schockiert sie. Erinnert mich an meine Jugend. Damals habe ich noch Ideen gehabt, bevor die anderen sie hatten. Das ist der beste Witz des Jahrhunderts, ich schwöre es dir. Was? Das nennst du einen Witz? Also ich muss mich schon sehr wundern. Oder einen Scherz oder einen Ulk, wie du es nennen willst. Mir ist das bitterer Ernst. Du machst ja gerade so, als hättest du einen von unseren Abonnenten vor dir. Gib zu, dass du uns auf den Arm nimmst. Ich spreche nur in Gegenwart meines Anwalts. Merken Sie sich das? Ich werde Ihnen gleich einen Anwalt besorgen, aber einen Staatsanwalt. Nicht stören. Können Sie nicht lesen?
Ein Skandal, man soll sich für möglich halten. Wer horcht denn aber auch an der Tür, Kommissar? Ist das etwa feine Lebensart, ja? Ich spreche von Ihrem Verhalten und das geht entschieden zu weit. Ihnen ist wohl jedes Mittelrecht, um die Auflage in die Höhe zu jagen. Auf der ersten Seite muss Blut fließen, nicht wahr? Davon leben Sie. Aber wenn es mal keine Verbrechen mehr geben würde, dann könnten Sie einpacken und stempeln gehen. Ja, aber nach Ihnen, Herr Kommissar. Denn wir leben ja in unserem Beruf nicht nur vom Verbrechen, nicht wahr? Ach so ist das. Sie haben also den Terror zum Beruf erhoben. Aber Ihnen werden die Augen aufgehen. Warten Sie ab, bis ich den Beweis erbringe, dass dieser Artikel, dass dieses Geschmiede, dieser Fetzen Papier ein einziges Lügengewebe ist. Aber dann sage ich Ihnen, Peng, dann ist was gefährlich. Aber nicht so ernst, bitte, ein bisschen freundlich. Achtung. Vielen Dank. Bitte, bitte, keine Ursache. Helene, das vierspaltig und auf die erste Seite, hörst du? Damit die Auflage noch weiter klettert, wenn es recht ist. Meine Herren, ich habe Sie hierher gebeten, um Ihnen meine Entschlüsse kundzutun. Die Wochen erzwungener Ruhe auf dem Krankenlager waren außerordentlich fruchtbar für mich. Ich hatte auf diese Weise Muße, unser Problem gründlich zu durchdenken. Und hier nun meine Schlussfolgerung. Erstens, es hat eine Explosion stattgefunden. Zweitens, keine Explosion ohne Sprengstoff, wie Sie mir bestätigen werden. Und wenn Fantomas die Redaktion in die Luft gesprengt hat, muss man daraus schließen, dass er in Verbindung steht mit unserem Freund, dem Zeitungsfritz. Absolut logisch. Und deshalb, und jetzt stellen Sie mal bitte die Lauscher auf. Also, wenn wir den überwachen, dann führt er uns mit Sicherheit wohin? Zu Fantomas natürlich, wohin denn wohl sonst? Idiotisches, schade ums Papier. Idioten, habe ich eben Idioten gehört. Dir werden wir mal ihren Bein bringen. Aber mach die Wache. Aber das geht doch nicht, die bringen mich. Ja, mein Freund, die Polizei nun mal so an sich. Pass mal auf, was Sie der Kommissar erzählt. Ich bin Kommissar Süß, kennen Sie mich nicht? Sehr erfreut, ich bin der Kaiser von China. Komm, wir solche Brüder wie du haben wir immer ein Kämmerchen frei. Das ist doch ein böses Erwachen, meine Herren. Hallo? Letzte Warnung. In wenigen Sekunden holte ich Fantomas. Letzte Warnung. Wenigen Sekunden holte ich Fantomas. Ihr könnt mich alle mal gerne haben. Spart euch eure Geistesblitze lieber für eure Artikel auf. Letzte Warnung. In wenigen Sekunden holte ich Fantomas. Letzte Warnung. Oh, my God.
Ich bin es in eigener Person, Fantomas. Mein wahres Gesicht wirst du niemals zu sehen bekommen. Und unter dieser Maske, die ich trage, wird mich nie ein Mensch erkennen. Du hast es gewagt, einen Artikel gegen mich zu schreiben. Einen Artikel, in dem du mich lächerlich machst. Und mich zu einem bloßen Schreckgespenst stempelst. Lass den los. Setz dich. Man spottet nicht ungestraft über mich, merkt ihr das? Eine Entschuldigung müssen Sie gelten lassen. Ich habe ja nicht geglaubt, dass Sie wirklich existieren. Man sollte denken, ich hätte meine Existenz ausreichend unter Beweis gestellt. In einem Interview, das du dir aus den Fingern gesaugt hast, stellst du mich als einen gemeingefährlichen Irren dar. Als den schwarzen Mann. Als einen finsteren Bösewicht. Mich, der doch von Hause aus eine Frohnatur ist. Ich morde zwar ein bisschen zugegeben, aber immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Verbrechen gegen die Menschheit wirft man mir vor. Na und? Die Menschheit, was für ein spaßiges und amüsantes Marionettentheater. Ein Schauspiel, das nie langweilig werden kann. Ich muss sagen, Sie haben wirklich Humor. Das macht Sie mir sympathisch. Und zwar schwarzen Humor, der von der bitteren, ätzenden Art. Und den findet man nicht oft. Was verbirgt sich wohl alles unter dieser... Oh, verzeihen Sie bitte. Ich habe dich nicht zu einem Plauderstückchen herbringen lassen. Du hast mich in den Augen der Welt lächerlich gemacht. Aber ich habe dir auch eine wesentliche Erkenntnis zu verdanken, dass ein großer Mann nichts ist ohne die Presse. Du wirst in deiner Zeitung eine weitere Reportage über mich bringen. Auf der ersten Seite. Darin wirst du deinen Betrug aufdecken. Et si cette fois tu ne me présentes pas sous un jour qui me convienne vraiment, tu finiras dans les pires tortures. Du hast 2 Tage Zeit für diesen Auftrag, genau 48 Stunden. 48 Stunden? Ein bisschen wenig. Ich will es so. Bitte. Und wann und wo treffen wir uns? Es wäre mir an und für sich ganz erwünscht, wenn es beim nächsten Mal nicht so unerwartet käme. Künftig hin wird für dich alles vollkommen schmerzlos verlaufen. Vorausgesetzt, dass meine Anordnungen befolgt werden. Von diesem Augenblick an hängt dein Leben ausschließlich von dir selbst ab. Und vergiss niemals, dass du hier mit mir gehörst, mir für alle Zeit. Verschlafen. Als du heute Vormittag nicht gekommen bist, da habe ich mir Sorgen gemacht, dass dir was passiert ist. Ich habe dauernd angerufen, aber du hast dich nicht gemeldet.
Ich habe geschlafen. War entsetzlich müde. Was ist denn mit dir? Ach, Liebchen. Wenn du wüsstest, was ich für einen haarsträubenden Blödsinn geträumt habe. Also das muss ich dir erzählen. Stell dir vor. Eine Nacht auf der Wache und das mir. Ist doch wohl ein Treppenwitz. Bloß gut, dass das nicht in die Zeitung kommt. Das wäre noch so ein Ei. Hätten Sie Ihre Papiere bei sich gehabt, wäre es nicht passiert. Außerordentliche Denkleistung. Mit der Intelligenz werden Sie Karriere machen. Sie jämmerliche Armleuchter, Sie hätten Sie noch vorher am Thron gesagt. Alles muss man selber machen, aber auch alles. Sagen Sie mal, Herr Kommissar. Was? Stellen Sie sich mal vor, wenn man Ihnen obendrein auch noch den Arsch vollgehauen hätte. Mein armes Schätzchen, das war ja schlimm für dich. Na, schlimm ist milder ausgedrückt, das war ein ausgesprochener Albtraum. Du hast so viel Fantasie und sowas kommt dann dabei raus. Oh, du hast mir wehgetan. Das ist ja eine Beule. Eine Beule? Sogar eine enorme Beule. Ist ja merkwürdig. Genau da habe ich den Knüppel rübergekriegt. Um Gottes Willen, was ist denn das? Ich habe nicht geträumt, Helen. Es war also wirklich Vater Thomas. Ja, wer ist da? Vater Thomas! Nein, bitte geh nicht. Du darfst nicht aufmachen. Ich rufe die Polizei an. Oh, sieh dir das ab. Einfach abgeschnitten. Machen Sie auf. Bitte nicht aufmachen. Aufmachen. Sie wollten mir doch 48 Stunden Zeit geben für die Erledigung. Oh, nein, das hört man ja gerne. Hier ist die Polizei. Kommissar Jü, machen Sie auf. Sofort aufmachen. Aufmachen. Sie glauben gar nicht, Herr Kommissar, wie sehr ich mich freue, Sie zu sehen. Die Freude wird von kurzer Dauer sein. Los. Was ist denn mit Ihnen los, Kommissar? Sind Sie übergeschnappt? Ich möchte doch sehr bitten, sich etwas zu mäßigen, Mademoiselle. Im Namen des Gesetzes verhafte ich Sie. Sie wollen mich wohl verulken. Ich bin ein durch und durch ernsthafter Mensch. Also, Frau Thomas hat Ihnen 48 Stunden Zeit für die Erledigung gegeben. Was sollten Sie denn erledigen? Oder fragen wir lieber in dem Fall wen? Aber ich bitte Sie, wie komme ich das... So ist recht, mit Frau Thomas unter einer Decke stecken und bei der Polizei den Geheimniskrämer spielen. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Nichtanzeige eines Verbrechens ist an sich schon strafbar. Nun dazu noch Mittäterschaft. Da hört der Spaß auf. Sie werden gleich verstehen, Kommissar. Aber gar nichts werde ich. Ich habe bereits verstanden. Das ist doch wohl die Höhe. Was haben wir denn da? Das will ich Ihnen ja gerade erklären. Die Mühe brauchen sich nicht zu machen. Ich bin nämlich der Kunst des Lesens mächtig. F, wie Frau Thomas. Ha, wie der Zufall so spielt. Was, wir werden nicht mal kräftig in die Mangel nehmen, mein Freundchen. Abführen, meine Herren. Husch, husch. Machen Sie sowas nicht, Herr Kommissar, das gibt einen Skandal. Ach, du kleines Dummerchen. Sie sind ein... Vorsicht, Vorsicht, keine unbedachten Äußerungen, sonst ist bei mir der Bart ab. Es geht doch nichts über so eine richtige hausgemachte Bauernleberwurst. Ein wahres Himmelsgeschenk. Kannst du alles haben, kannst dir den Bauch verschlagen, brauchst bloß den Mund aufzumachen. 48 Stunden Fasten haben noch keinen Menschen umgebracht, Herr Kommissar. Im Gegenteil, dafür ist unser Körper dankbar. Komm, tu mir einen Gefallen, mein Junge, und bring ein bisschen Abwechslung ins Programm. Lieber Kommissar, seit 2 Tagen fragen Sie mich unermüdlich dasselbe. Dabei habe ich Ihnen doch alles gesagt, was ich weiß. Ich kann nicht mehr, das Zeug ist aber auch dermaßen salzig, Herrn Brand habe ich. Nun, muss man den Geschmack runterspülen. Sie trinken Weißwein, aber das ist doch für die Nerven das reinste Gift. Jetzt reicht's mir aber. Jetzt ziehen wir andere Seiten auf, jetzt wird's gemütlich, Holz. Jetzt geht's rund. Du gibst doch schon endlich zu, dein Artikel war unwahr. Sie haben vollkommen recht, er war unwahr. Jetzt auf einmal war es ein aufgelegter Schwindel, wo sie es alle gefressen haben. Herr Kommissar, es ist doch aber wahr. Was ist wahr? Dass alle dran glauben, dass er wahr war? Nein, es ist wahr, dass er unwahr war. So war das. Es ist wahr, dass er unwahr war. Du machst mich ganz alle, gib den Schwindel schon zu. Willst du mir mal verraten, warum Frau Thomas dich geholt haben sollte, wenn du über ihn die Unwahrheit gesagt hast? Gerade weil ich gelogen habe, das war der Grund. Alles Lüge. Der Mensch lügt, lügt und lügt. Meinen Sie jetzt damit, ich habe gelogen, als ich gesagt habe, ich habe gelogen? Oder habe ich Ihrer Meinung nach gelogen, als ich gesagt habe... Ich werde so verrückt wie ich noch nie gewesen, wenn ich drehe durch. Nicht doch, hör doch zu. Wie kommen Sie denn dazu, mich zu sitzen? Ich meine, wie komme ich denn dazu? Himmel, ist denn hier keiner mehr normal? Ist ja wohl offensichtlich, dass der Mensch physisch vollkommen erschöpft ist und logischen Argumenten nicht mehr zugänglich. Wir brechen das Verhör durch. Ich meine ab und machen morgen früh weiter. Meine Herren, ab mit ihm in die Zelle. Zelle. Ist dir klar, was das für mich bedeutet, jetzt hier festzusitzen? Du musst doch sehr wenig Zutrauen zu mir haben. Ich komme morgen mit einer Titelgeschichte raus. Die kann sich von Thomas in den Spiegel stecken. Und was dich betrifft, da läuft alles. Morgen früh bist du draußen. Also bis dann.
Ein Brown du Jour, bitte. Ungeheuerlich. Hallo! Redaktion Brown du Jour, bitte. Und ab die Post. Aber dranbleiben! Unsere schönen neuen Reifen. Das ist Sabotage. Da steckt Fantomas dahinter. Los, holt sie mir ein Taxi, aber schnell. Ja, aber wo wir denn in der Eile? Sie werden aber nicht fragen. Ich würde sagen, immer diesen Widerspruch. Aber Herr Kommissar, Sie sollen mich doch nicht immer hauen. Das wird ja auch wieder nicht das sein, was er sich erhofft hat. Aber was soll denn das? Was sind denn das für dumme Scherze? Wo fahren Sie mit mir hin? Dich dorthin. Und ihr verschwindet. Diesmal hast du so meine Kleinigkeit zu weit getrieben. Wenn ich Ihnen das mal erklären dürfte. Ich war nämlich gar nicht derjenige. Kein Wort mehr. Darf ich Sie einen Augenblick herunterbitten, liebe Freundin? Ich möchte Ihnen unseren Gast vorstellen, der eben eingetroffen ist. Das wirst du bereuen. Zur Strafe werde ich dich dazu zwingen, mich bei einem ganz ungewöhnlichen, sensationellen Vorhaben zu unterstützen. Und das wäre? Ich bin im Begriff, mein Meisterwerk zu schaffen, den vollkommenen Menschen, einen Menschen, der ausschließlich von meinem Willen beherrscht wird. Mir fehlt dazu nur noch das Gehirn. Deins ist wie geschaffen dafür. Sehr schmeichelhaft. Aber ich muss Ihnen offen gestehen, ich glaube, da gibt's bessere. Bescheidenheit ist ein Zeichen wahrer Intelligenz. Wir werden ausgezeichnet zusammenarbeiten. Mein Experiment ist bereits in das entscheidende Endstadium eingetreten. Überstürzen Sie bloß nichts. Ich meine, es wäre doch ein Jammer, sich ein Lebenswerk durch unbedachte Eile zu verderben. Da darfst du ganz beruhigt sein. Was ich in die Hand nehme, das gelingt mir auch. Lady Beltham, eine liebe alte Freundin und zuverlässige Mitarbeiterin bei meinen Unternehmungen. Ich bin entzückt, wenn ich das sagen darf. Sie war die Gemahlin von Lord Beltham, dessen Verschwinden uns so gelegen kam. Lord Beltham? Die Leiche im Koffer, meinen Sie etwa den? Eben denselben. Mein Gott, da waren Sie es also, der... Ich war so frei. Ich bin überzeugt davon, dass ihr wunderbar harmonieren werdet. Ich danke Ihnen, meine Liebe. Ich habe schon viele Witwen gesehen, aber keine, die so hinreißend war wie sie. Ist sie nicht bezaubernd? Ich möchte sagen, teuflisch bezaubern. Ja, in meinen Augen ist sie die ideale Frau, weil sie alle Schwächen in sich vereint. Lady Beltham wird ihr eine vollendete Gastgeberin sein, die nicht ihresgleichen hat. Wieso? Haben Sie denn die Absicht, uns zu verlassen? Für einige Tage wohl nur. Um dich zugrunde zu richten. Zunächst einmal in den Augen der Öffentlichkeit. Diejenigen, die du liebst, werden dich hassen. Und die Nachricht von deinem Tod wird schließlich alle aufatmen lassen. Ich werde ein Monstrum aus dir machen, ein blutrünstiges Ungeheuer. Wie wollen Sie denn das machen? Sehr einfach, unter deinem Namen, mit deinem Gesicht und deiner Stimme.
werde ich die aufsehenerregendsten Verbrechen begehen. Bei dir ist mein Geheimnis sicher, denn du wirst es mit ins Grab nehmen. Ein von mir selbst entwickeltes Verfahren ermöglicht es mir, die menschliche Haut nachzubilden. Und zwar in Perfektion. Daraus resultiert zum Teil der Erfolg meiner Unternehmungen. Ich habe immer das Gesicht meiner Opfer getragen. Hier nur einige wenige Proben, damit du dir ungefähr ein Bild machen kannst. Ich habe die Identität dieser Herren angenommen, genauso wie ich deine bereits annehme. Ich sagte schon, dass ich Perfektionist bin. Ich habe jedes Mal die entsprechenden Fingerabdrücke angefertigt. Auf Spezialhandschuhen aus einem bestimmten Material. Du wirst hier nicht rauskommen. Du brauchst das gar nicht erst zu versuchen. Fotozellen und dein Elektrogehirn machen das aussichtslos. Und falls du so töricht sein solltest, Gewalt anzuwenden, ein Fingerdruck von Lady Belton auf diesen Knopf genügt. Und meine Wachen werden sich mit dir befassen. Ihr könnt gehen. Da, auf diesem Fernsehschirm, kannst du dich selbst in Aktion beobachten. Auf bald. Du wirst noch viel von dir reden machen in den nächsten 2 Tagen. Damen und Herren, wir bitten unsere Gäste, sich nunmehr auf die Sommerterrasse zu begeben, wo in wenigen Augenblicken die Juwelenschau beginnen wird. Ich darf Sie noch einmal im Namen des Verbandes der Pariser Juweliere recht herzlich willkommen heißen bei diesem glanzvollen Ereignis der Saison. Da hinten. Runter von der Fahrbahn. Das muss da frei bleiben. Ach, da kommen sie ja. Zurücktreten, meine Herrschaft. Alles zurücktreten. Aufmachen, bitte. Bitte zurückbleiben, ja? Und keine Fotografen jetzt. Dicht hinter mir bleiben. Hoppla. Danke. Entschuldigen Sie, Mademoiselle, Sie werden am Telefon verlangt, Ihr Verlobter. Mein Verlobter? Hat er jedenfalls gesagt. Sie sind doch die Pressefotografin vom Point du Jour. Ja, das bin ich. Ach, du lieber. Kommen Sie schnell. Sie wissen, wo der Koffer hinkommen soll? Bin im Bilde, weiß Bescheid. Sehr schön. Hier lang, bitte. Guten Tag, Herr Kommissar. Monsieur. Ich bin der erste Vorsitzende des Juwelierverbandes. Ah, dann dürfen Sie ganz beruhigt sein. Ihre Klunkern sind bei uns bestens aufgehoben. Ich zweifle nicht im geringsten daran. Auf den Schreibtisch da drüben.
Darf ich bitten, Herr Kommissar, wenn Sie vorgehen wollen? Ich habe den Rücken immer gern frei nach Ihnen. Tür zu. Das ist ja märchenhaft. Das ist natürlich ein Risiko. Darf ich mal stören, Herr Direktor? Der Schmuck ist eben gekommen. Wunderbar, Sie entschuldigen mich wohl. Ja, meine Herren, was Sie hier sehen, das sind die kostbarsten Stücke, die Pariser Juweliere zu bieten haben. Donnerwetter, da tun einem ja die Augen weh. Ja. Da stecken ja ein paar hundert Millionen drin. Millionen, Milliarden, verehrtes. Ein Kompliment, Herr Kommissar. Gut gemacht. Wenn das für Fantomas kein Köder ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Und denken Sie an meine Worte. Dies ist der letzte Coup. Diesmal schnappen wir ihn. Krieg. Ihr Plan ist einfach genial. Finde ich auch. Ist alles vorbereitet? Ja, Herr Direktor. Na bitte, da wollen wir mal anfangen. Wie Sie wünschen. Wären die Damen dann soweit? Sofort, eine Sekunde. Wollen Sie hoffen? Schauen Sie Ihre Stimmbänder. Hey! Sauerei auf Ihren Posten. Keine Angst, ich bin ja bei Ihnen, meine Damen. Aber Herr Kommissar, bitte nicht böse sein, Herr Kommissar, aber das geht nun wirklich nicht, das müssen Sie verstehen. Exzellenz, verehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren. Ich sehe es als eine außerordentliche Ehre für mich an, Sie als Organisator dieser glanzvollen Veranstaltung heute hier begrüßen zu dürfen. Eine Veranstaltung, die ebenso unter der Schirmherrschaft des Verbandes französischer Juweliere steht, wie unter der eines unserer bedeutendsten Informationsblätter, das Point du Jour. Augen und Ohren aufmachen. Augen und Ohren aufmachen. Die bezauberndsten Mannequins von Paris, Damen und Herren, werden vor Ihnen paradieren. Geschmückt mit den kostbarsten Juwelen, die Frankreich zu bieten hat. Hier, du machst den Anfang. Nummer 5! Nummer 5, bitte! Und mein Collier? Wo bleibt denn mein Collier? Kommt ja schon. Ach, ist das wieder eine Wirtschaft hier. Ach, da zittern einem richtig die Hände, wenn man das anfasst. Ja, klar. Hier ist es soweit, meine Damen und Herren. Dann bewundern Sie unsere schönsten Schöpfungen, präsentiert von unseren schönsten Geschöpfen. Sie müssen kommen und sehen, meine wundervolle Modelle. Wer ist denn das da mit dem Urwald im Gesicht? Mensch, geht da! Und die Stoffe, einfach zauberhaft. Zucker, Zucker, die Damen werden entzückt sein. Was sagst du, begeistert? Hingerissen werden sie sein zum Kissen, zum Kissen. Meine neue Linie ist revolutionierend. Wird einschlagen wie eine Bombe. Einfach unwiderstehlich. Glauben Sie mir, ich habe Instinkt für Mode. Noch nie da gewesen. Eine Sensation. Zum Verlieben, zum Verlieben. Und eine Linie nicht von dieser Welt. Faszinierend. Bitte, Sie müssen kommen und schauen, meine Damen. Wenn du Lust hast, können wir ja nachher noch vorbeifahren. Hoffentlich hat es noch nicht angefangen. Meine Damen und Herren. Und da habe ich zu ihr gesagt, das wir beginnen nun mit unserer Vorstellung. Ich ja nicht gleich in Wollen Sie bitte so freundlich sein und Ihre Plätze zu beiden Seiten des Laufstegs einnehmen. Danke sehr. Thank you.
Nummer 18. Das Collier besteht aus Brillanten mit dunklen Saphiren. Nummer 19. Ein bezauberndes Collier aus Türkisen mit Brillanten. Ganz besonders apart, das Collier von Nummer 20. Rubinen mit Brillanten. Nummer 21. Ein besonders schöner Smaragd an einem Brillanthalsband. Ich bringe Nummer 18 zurück und will Nummer 25. Aber was haben Sie denn? Ist dir nicht gut? Bestechend in seiner Einfachheit dieses Brillant-Collier mit Ohrringen. Aufmachen! Was? Aufmachen! Und einschlafen! Was sagt der Mensch dazu? Sowas, man muss sich mit Gewalt. Scheiße. Und jetzt Sie! Ja. Sie sollen ran! Ja, ja. Oh! Nein, nein, nein! Was ist denn? Frau Thomas bei ihr! Das war Frau Thomas! Diese Halunke, den werde ich mir vornehmen! Da kenne ich keine Warnung mehr! Platz, Platz, Platz! Sofort Alarm geben! Alarm? Was für ein Alarm? Aufwachen, meine Herren! Aufwachen!
Er ist es. Er ist es wirklich. Dieser Halunke ist von Thomas. Na, warte. Warte, mein Freundchen. Warte. Ich krieg dich und dann brate ich dich, aber mit Haut und Haaren. Ist doch gut, dass ich immer Gymnastik gemacht habe. Und ich krieg dich doch! Ich krieg dich doch! Das wird ein Fressen! Ich hab dich ja schon. Hab dich schon so gut wie sicher. Gleich wird dir das Lachen verdienen. Nein! Nein! Nein, nicht! Bitte nicht! Mir wird bei sowas immer so schwindelig! Nein! Oh! Oh! Anhalten! Anhalten! Bitte anhalten! Anhalten! Bitte! 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 Hilfe! 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 Ah! Was? Und ich krieg dich trotzdem, Fantomas! Das wollen wir doch mal sehen! Spaß. Was deine Braut angeht, in dem Punkt kann ich dich beruhigen. Sie ist in Sicherheit, hier im Hause, im schönsten Zimmer, das ich für meine Gäste zur Verfügung habe. Möchtest du sie sehen? Muss sich der neuen Umgebung natürlich erst noch anpassen.
ein wundervolles Wesen. Wenn du willst, von hier aus kannst du unser Idyll beobachten. Wenn ich sie eben richtig verstanden habe, dann planen sie dieses Idyll, wie sie es nennen, mit meiner Braut. Das liegt im Bereich des Möglichen. Glauben Sie, dass diese Romanze, die Sie im Begriff sind zu inszenieren, auch Lady Beltons Geschmack trifft? Ich habe nicht vor, Sie von meiner Absicht zu unterrichten. Es wundert dich vielleicht, aber ich habe plötzlich meine romantische Seele entdeckt. Wenn ich von ihr geliebt werde, so soll es um deinetwillen sein. Ich kann mir dafür sehr viel Zeit lassen. Ich fürchte, da verschwenden Sie Ihre Zeit. Sie würde niemals einwilligen. Meiner Frau sollte man vorsichtig sein. Da sollte man niemals sagen, niemals. Man sieht es ihr doch an, wie glücklich sie hier ist. Meine Wunderdroge fängt bereits bei ihr an zu wirken. Ich liebe die Blume des Bösen. Aber auch die Blume der Romantik hat ihren Reiz für mich. Dieses feenhafte Wesen wird mich für manches entschädigen. Ich muss mich nur vorher noch mit deinem Freund, dem Kommissar Jules, befassen. Dieser Mensch mit seiner ungeheuren Geschwätzigkeit geht mir von Mal zu Mal mehr auf die Nerven. Ich werde ihn dem Gespött der Öffentlichkeit ausliefern. Mal eine Menge Augenzeugen, Herr Kommissar. Sofort verhaften lassen. Wie? Bringen Sie mich doch nicht immer durcheinander verhören lassen. Ist bereits geschehen, Herr Kommissar. Mit welchem Erfolg? Tja, Was ist dabei rausgekommen? Herr Kommissar, sind Sie wirklich sicher, dass das neulich auf dem Dach dieser Zeitungsmensch war? Aber jetzt hört sich doch alles auf, glauben Sie, ich habe Halluzinationen? Sie müssen schon entschuldigen, Herr Kommissar. Ich muss überhaupt nicht entschuldigen. Die Beschreibung, die die Zeugen gegeben haben, trifft nämlich gar nicht auf ihn zu, in keiner Weise. Wer ist denn nun verrückt, Sie oder ich? Tja. Da gibt's nur eins, jetzt wird eine Porträtmontage gemacht zum Kuckuck. Und dann basteln wir uns selbst einen zusammen. Und Sie lassen mal inzwischen sämtliche Zeugen und Projektionsraum an. Habe ich schon alles veranlasst, Herr Kommissar. Also dann kommen wir zurück und weiter im Text. Immer diese Eigenmächtigkeiten von Ihnen. Rück mal eins weiter. Ich will nicht so an der Ecke sitzen. Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie Platz. Wir werden Ihnen jetzt eine sogenannte Porträtmontage vorführen. Das heißt, wir werden versuchen, auf dem Bildschirm das Gesicht des Täters zu rekonstruieren, so wie Sie es gesehen haben. Und zwar werden wir uns dabei nach den Hinweisen richten, die Sie uns geben sollen. Bitte versuchen Sie, sich genau zu erinnern. Licht aus, bitte. Projektor kann laufen. Zuerst die Augen. Erkennen Sie diese Augen wieder? Und der Mund. Hat er so ausgesehen? Und nun die Haare. Hat er dunkles Haar gehabt? Nein, er hat eine Glatze gehabt. Hat er nicht den Hut aufgehabt? Nein. Versuchen wir es mit der Nase. Wie sieht's denn damit aus? Naja, so ungefähr, war jedenfalls ziemlich gewaltig. Das ging ja alles viel zu schnell. Etwas mehr Ruhe, meine Damen und Herren. Nochmal von vorne. Zuerst die Haare. Die Haare, bitte.
Hat er das Haar etwa so getragen? Vielleicht so? Nein, so hat er bestimmt nicht ausgesehen. Hat mir so einen Bürstenschnitt gehabt. Und oben waren sie sogar reichlich dünn, nicht? Der sieht ja aus, als ob er eine Perücke aufhat. Ja, das könnte er sein. So ungefähr. Das kommt schon eher hin. Genau, das ist er. Stimmt. Die Nase? Nein, die war viel länger. Auch mehr so tropfenförmig. Man müsste sie mal im Profil sehen. Der hat doch gar keine lange Nase gehabt. Nein, nein, nein. Das ist ja ganz anders. Ich weiß auch nicht. Nein. Nein, nein. Ich weiß nicht, doch. Doch, natürlich. Das hat er dann. Und jetzt den Mund. Nein, nein. Ach, so hat er doch gar nicht ausgesehen. Maler war. Der da oben hat doch eine richtige Schnute. Ja. Der Mund stimmt nicht. Ja, das ist doch verkümmert. Ja, jetzt kommt er schon näher. Ja, er hat einen grausamen Mund, das ist er. Die Augen? Die Augen sind für mich immer das Wichtigste. Nein, die Augen haben tiefer gelegen. Die hatten so was Stechendes. Ich habe richtig Angst gekriegt, wie ein wildes Tier. Mhm. Ja! Ja, ja, ja. So hat er mich in meinem ganzen Leben vergesse ich das Gesicht nicht mehr. Das ist der Mann mit der Maschinenpistole. Die typische Verbrechervisage, geradezu klassisch. Schluss, aufhören! Noch Schluss! Schwur jetzt! Was geht hier vor? Was wird hier gespielt? Ist hier eine Verschwörung gegen mich im Gange? Wollen Sie mich abschießen? Haben Sie die Verklappspiele geholt oder woher? Das wird peinliche Folgen für Sie haben, mein Guter. Und wenn ich bis zum Präsidenten gehe und... Faites-moi la culée sale, hop! Hier lang, bitte, Monsieur. Madame? Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich fühle mich hundeelend. Wir machen morgen weiter. Ich glaube, ich fahre nach Hause und lege mich ins Bett. Der Chef ist ja heute sehr merkwürdig. Direkt befremdlich, würde ich sagen. Sehr befremdlich. Was ist denn? Was wollt ihr alle von mir? Ja, leid, aber mein Vergaser ist kaputt. Pas un mot. Wenn sich einer rührt, leg ich ihn um.
Niemand verlässt den Raum, meine Herrschaften. Es wird scharf geschossen. Verhalten Sie sich schön brav und ruhig, bis die Polizei kommt. Ja, ich höre. Bitte? Du liebe Zeit. Ja, gut. Selbstverständlich. Fantomas sorgt wieder mal für Beschäftigung. Ich glaube, da müssen wir wohl dem Chef Bescheid sagen. Scheint niemand da zu sein. Ist ja höchst sonderbar. Er hat doch ausdrücklich gesagt, er will sich ins Bett legen. Bleiben Sie hier am Apparat. Ist in Ordnung. Leon, Sie kommen mit. Irgendwas nicht, ist doch eindeutig. Sieht mir auch so aus. Kommen Sie. Das hat da unten auf der Treppe gelegen. Sehen Sie mal. Auch wieder sehr befremdlich. Das wird ja immer spannender und abenteuerlicher. Am besten, ich gehe durchs Fenster. Wie kommen Sie denn auf einmal hierher? Das ist aber ein ganz übler Scherz, da kann man ja kollabieren. Kommissar, sind Sie etwa Schlafwandler? Wenn ich Ihnen das erkläre, mein Lieber, da lachen Sie sich nass. Sie aber nicht, wenn Sie hören, dass Fantomas schon wieder aktiv war. So, ein Schweinebolzen! Drehen Sie sich mal um. Los, los, umdrehen. Ich will mich anziehen. Meine Herrschaft, darf ich um Ruhe bitten? Meine Damen und Herren, wir beginnen sofort mit der Rekonstruktion des Falles. Hier ist Kommissar Jü. So, meine Damen und Herren, nun mal hübsch der Reihe nach. Ja. Aber das ist er ja! Aber ich muss doch sehr bitten. Wenn Sie ausgepackt haben, kriegen Sie auch was. Aber Michel... Hat sich was mit Michel? Wir waren natürlich zu Hause, Bettchen, und haben geschlafen. Und Telefon auch nicht gehört. Aber ich hatte mir doch Oropax reingesteckt. Ach, richtig, ja. Ihr Oropax. Das war mir schon wieder ganz entfallen. Und was war mit dem Hausschuh? Ach, sag ich Ihnen doch, habe ich aus dem Fenster gefeuert. Aus dem Fenster gefeuert? Na, was soll man doch sonst damit anfangen, nicht wahr? Völlig klar. Aus Wut, weil mich so ein Kerl mit seinem Motor aufgeregt hat. Interessant. Das Telefon hört man nicht, die Türklingel auch nicht, aber den Motor hört man. Himmel, noch mal, wie oft soll ich Ihnen denn erklären? Geben Sie doch schon zu. Waren wir nicht vielleicht nachts ein bisschen auf Tour, um wieder ein krummes Ding zu drehen, hä? Sie Hornochsen! Vorsicht! Ich warne Sie, Kommissar. Das ist Beamtenbeleidigung. Sie kennen doch wohl die Paragraphen. Na? Wir sind nach Ihren Anweisungen verfahren. Und? Haben die Fingerabdrücke genommen. Na, großartig. Und was ist? Tja. Ne?
Es sind Ihre. Ah. Na, dann besteht ja gar kein Zweifel mehr. Dann ist ja alles mit wissenschaftlicher Gründlichkeit bewiesen. Dann bin ich es. Ich muss es ja sein. Ich bin Fort Thomas. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass ich es selbst bin. Und dabei bin ich es. Ist das nicht fantastisch? Ich bin Fort Thomas. Der böse, böse Fort Thomas. Wirklich? Verstehst du das? Und dieser Wagen? Wem gehört dieser Wagen? Woher soll ich das wissen? Was war überhaupt los? Du bist am Steuer eingeschlafen. Oh, war ja, als ob ich mit dem Kopf in die Mangel gekommen bin. Jedenfalls siehst du schon wieder besser aus als gestern. Da hast du plötzlich ein ganz fremdes Gesicht gehabt. Hm? Ach, ich bin ja so froh, dass ich dich wieder hab. Aber was ist eigentlich mit mir los gewesen? Ich habe Aufnahmen gemacht bei der Juwelenschau. Und dann kann ich mich nicht mehr erinnern. Da ist auf einmal alles weg. Und dann habe ich im Hubschrauber gesessen, neben dir. Und dann... Mit mir? Weißt du doch. Manchmal hast du ja wirklich Ideen. Aber es ist wenigstens nie langweilig mit dir. Jetzt wird mir alles klar. Wir sind betäubt worden. Betäubt? Wie denn? Das erkläre ich dir später mal genau. Diese Wunderdroge muss ein Teufelszeug sein. Wunderdroge, du bist wirklich ein richtiger Märchenonkel. Was steckt denn da? Sieh mal, Lady Belton, aber verstehst du das? Die Freiheit wieder versucht nicht zu ergründen, weshalb. Lady Belton. Bitte, kann sofort losgehen, an uns soll es nicht liegen. Einen gut gemeinten Rat soll man beherzigen. Wenn ich bloß wüsste, wo wir hier sind. Praktisch verdanke ich mein Leben also der Eifersucht einer Frau. Mal was Neues. So gut wie du glaubst, hat sie es nun auch wieder nicht mit dir gemeint. Die alte Kuh hat die Bremsen kaputt gemacht. Und runterschalten geht auch nicht. Sie hat auch am Getriebe rumgemacht. Kurve, pass auf! Thank you.
einen Unsinn. Alle voll! Du kannst doch jetzt nicht aussteigen. Bist du schlecht? Die Hühner tun dir nichts. Ach, Liebling. Was so? Ach, Liebling, mein Liebling. Wir leben noch, wir leben noch. Na, siehst du. Oh. Oh. Das war aber diesmal wirklich haarscharf. Ja. Nicht so ungut, Monsieur, aber Sie scheinen ein kleiner Witzbold zu sein. Jedenfalls kann ich Ihnen eins versichern, Meister. In meinem ganzen Leben habe ich nicht so gelacht wie heute. Da lachen sogar die Hühner. Ja. Also, Ihrer Meinung nach hat Lady Belton Sie aus dem Schloss rausgebracht, weil Sie auf Ihre Verlobte eifersüchtig war. Ja, zweifellos. Und damit wir nicht reden, wollte sie uns umbringen und hat es mit dem Wagen gemacht. Mangel an Fantasie herrscht nicht bei Ihnen. Dieses Weib wird zu allem fähig. Sie war nicht gefragt. Und Ihre Schauermeer von Fantomas verkaufen Sie woanders. Wieso? Weil Fantomas verhaftet ist. Und zwar von mir, höchst eigenhändig. Deshalb, mein Guter. Er ist verhaftet? Wer ist dieser Fantomas nun eigentlich? Kriminalkommissar Jules. Ah, aber natürlich, das hätte ich mir ja denken können. Nicht wahr? Das meine ich auch, wo Sie doch sein Komplize waren. Du sein Komplize? Das nennt man kriminalistischen Scharfsinn, eine logische Schlussfolgerung. Das nehmen wir sofort zu Protokoll. Das mit den Masken und der Trick mit den Fingerabdrücken, dass ich darauf nicht gekommen bin. Dabei war es doch so simpel. Versuchen Sie das einem Polizisten klarzumachen. Hoffnungslos. Was denn nun? Mitkommen. Wo wollen Sie uns hinbringen? Tun Sie, was ich Ihnen sage und stellen Sie keine überflüssigen Fragen. Vorwärts, vorwärts. Nein. Gehen Sie schon, gehen Sie schon. Was die sich dabei wieder denken? Wahrscheinlich gar nichts. Oh. Die Guillotine ist ja nun endgültig aus der Mode. Man muss mit der Zeit gehen. Ich bitte noch mal ein ganz klein wenig Geduld. Zwei Gehirne sind ja auf jeden Fall besser als eins. Was soll dieses Geschwafel von zwei Gehirnen? Das wird Ihnen sehr bald erklären. Gehört zu seinem Überraschungsprogramm. Man muss von Zeit zu Zeit die Automarke wechseln. Verhalten Sie sich denn wenigstens friedlich? Geradezu vorbildlich, Herr Inspektor. Hab den ganzen Tag nicht ein Wort gehört. Nein! Na, das ist doch wohl nicht möglich! Fantomas ist verschwunden! Was? Welche denn? Alle beide! Sind wir hier im Gefängnis oder wo? Ich kann mir das gar nicht erklären. Ruhig bleiben, ruhig bleiben.
Also nur mal ganz sachlich. Und vor allen Dingen schnell, wenn es möglich wäre. Die beiden sind in Gefahr. Stören Sie nicht immer zu. Also, meine Herren, wir haben die Aussage des Wärters, der gefesselt wurde. Dann das, was Sie uns von den Masken erzählen. Die Karte von Fantomas. Jetzt passt alles zusammen. Wir müssen die Tatsachen ins Auge sehen. Die beiden sind unschuldig. Begreifen Sie es jetzt endlich. Aber das ist ja eine Katastrophe. Versetzen Sie sich mal in meine Lage. Ich habe meinen Vorgesetzten eingesperrt. Sie sollten sich klar machen, dass die zwei seit gestern in Lebensgefahr sind. Es wird Zeit, dass Sie den richtigen Fantomas verhaften. Aber ja doch, die Dame hat recht, noch ist meine Pension nicht verloren. Sofort Durchsage an sämtliche Stationen, alle Straßen überwachen. Den kriegen wir schon noch. Wer doch wohl gelacht. Der ist schon so gut wie eingelocht. Ich kümmere mich auch drum, ist sicherer. Sehen Sie den schwarzen Wagen da unten? Das muss er sein. Ich glaube, Sie haben uns entdeckt. Sehen Sie den Hubschrauber da? Na und? Seien Sie unbesorgt, Sie fahren in einem Panzerwagen. Ich habe kugelsichere Reifen und kugelsichere Scheiben. Sicherheit ist bei mir oberstes Prinzip. Tu mal was. Der hat mich doch wirklich getroffen. Das Herauslehnen während der Fahrt ist verboten. Thank you.
mal her. Da kommen Sie schon. Ja, ja. Hören Sie mal. Ich bin Kommissar Jüb. Nehmen Sie uns mal die Armbänder ab. Ich habe nie gewusst, dass die Dinger derart unbequem sind. Das ist ja furchtbar. Kommen Sie auch erst mal raus. Geht so? So, und jetzt ab die Dinger. Oh, Gott sei Dank. Bei uns pressiert sie mich, wissen Sie? Na, immer noch nicht. Brutaler Mensch. Das Motorrad. Na, und wir? Bitte um Entschuldigung. Oh, fein, jetzt wird Motorrad gefahren. Na, kommen Sie, schnell, schnell, aufsitzen. Oh, bitte nach Ihnen. Schneller, 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 noch viel schneller, immer schneller. Ja! Schneller, schneller, schneller. Da unten in der Kurve. Das ist er. Jetzt wird sportlich, Herr Kommissar. Gut festhalten. Wahnsinnig geworden? Einfach auf den Zug raufgesprungen. Das können wir auch. So gut, wenn Sie meinen, bitte. Ab! Also, wenn mir das einer vorher gesagt hätte, au, dass ich den noch hoch zum Ross verfolge. Ausgang. Da vorne ist er. Eile ihn sofort zur Hilfe. Bin schon da. Hilfe, helfen Sie mir. Ich komme nicht mehr rauf, ist zu hoch. Hilfe, fest, Hilfe. Ich stürze ab, Hilfe. Ausgerechnet heute, wo ich meinen besten Anzug an habe. Dieser Gangster. Oh! Da haben wir den Salat. Macht nichts, den kriegen wir doch. Springen Sie runter und dann auf die Straße!
So, Madame, das wären genau 40 Francs. Ich hab's passen. Gut. Mein Wagen! Mein Wagen wird gestohlen! Bitte, hält er nicht zu Ihnen? Aber keine Spur! Mein Wagen! Na, jetzt schläft's 13. Gestohlen, was? Steigen Sie ein, kommen Sie, ist doch ein Zweisitzer. Na, schnell. Mit Ihnen macht man schon was mit. Hopp. Sie hatten ganz schönen Vorsprung. Haben Sie den Wagen etwa wirklich geklaut? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Da haben Sie auch wieder recht. Jetzt legen Sie aber mal ein Zähnchen zu. Muss man wirklich ständig Herren noch zu erwischen? Na bitte, da haben wir ihn ja. Gibt ein Solo auf der Lokomotive. Frech wie Oskar. Hinterher. Ist aus der Mühle nicht mehr rauszuholen? Richtig auftreten. Die Strecke biegt links ab. Was machen wir jetzt? Schlagen Sie doch auch mal was vor. Erst mal geradeaus und dann werden wir sehen. Aber wir müssen noch links rüber, das ist doch gerade der Witz. Nach links rüber. A gauche, a gauche, a travers champ. Ich wiederhole noch einmal meine Anweisung von vorhin. Motorboot 3 sofort nach KL 82, Landeplatz Z27. Anweisung erhalten. Boot 3 erwartet Sie bereits am angegebenen Punkt. Da unten, da läuft ein Mann, das muss er sein. Sieht aus, als ob er zum Strand runter will. Stoppen Sie sofort. Ein Sonntagsfahrer, ich sehe es schon noch kommen, dass er uns wegschwimmt. Habe ich gesagt. Der Hubschrauber. Ist das eine Freude? Da! Da unten sind sie. Ich sehe sie beide ganz deutlich. Ja! Sie geben uns Zeichen. Wir müssen runtergehen. Gehen Sie runter. Schnell! Sie kommen runter. Sie haben uns gesehen.
sein lassen. Ich kann doch hier nicht weg. Großraumregie, sehen Sie mal, der denkt an alles, der Mann. Hinter dem Boot her! Da hat er nicht mal kein Glück. Machen Sie mal ein bisschen schneller, probieren Sie mal. Jetzt ist er dran, jetzt ist es aus. Ach. Na, warte. Was machen Sie denn nun wieder für extra Touren? Ich steige aus. Und jetzt kriegen Sie bitte keinen Schreck. Ich steige auch aus, aber ein bisschen weiter runter. Ich habe sehr kurze Beine. Noch weiter, ist immer noch zu hoch. Achtung, jetzt. Nein, lieber nicht. Gehen Sie noch einen halben Meter zu. Runter. Ist noch zu hoch. Nicht zu machen. Wir müssen noch weiter runter. Ein bisschen wenigstens. Ist zu riskant. Hören Sie denn nicht? Sie sollen runtergehen. Jawohl, Doc. So ist es besser. Jetzt kommt der spannende Moment. Sie haben schon andere Klappen aufgemacht. Da unten ist er, der Schlingel. Wir tauchen auf 20 Meter Tiefe. Auf 20 Meter Tiefe gehen. Ja,
haben ihn. Jetzt sitzt er in der Falle. Oh, ein sehr unsicheres Gefühl. Da sagt er mir alles weg. Sehen Sie sich das an. Jetzt weiß ich endlich, warum das Ding Unterseeboot heißt. Oh Gott, ich mache mich ja ganz nass. Das ist aber sehr unangenehm. Hilfe! Hilfe, kommen Sie schnell! Schiff im Boot, helfen Sie mir! Ich ertrinke! Ich ertrinke elendiglich! Hilfe! Ich muss den ersten Tod stellen! Wenn Sie mich nicht retten, muss ich ertrinken! Ich kann ja nicht schwimmen! Kann ich ja nicht! Früher war ich mal ein Meisterschwimmer, aber jetzt bin ich schon seit Jahren aus dem Training. Hilfe! Hilfe! Ich kann nicht mehr! Eine Eissuppe ist das! Wir müssen ertrinken. Ich habe den Huber, ich meine den Schrauber zurückgeschickt. Wir ertrinken, um ihn wegzuhaben. Hilfe, ich ertrinke, Hilfe. Aber keine Rede davon. Sieh mal da, unser Rettungsengel, da. Liebling, ich komme. Aber schnell, ich ertrinke. Ihr müsst euch halten, ich bin ja gleich da. Jetzt haben Sie es geschafft. Na sehen Sie, Kommissar, diesmal war es noch nicht im Absaufen. Nicht genug so? Kommen Sie. Geben Sie mir Ihre Hand. Kommen Sie rein. Die Polizei hat den Vorteil. Nein, gehen bitte nach Ihnen. Sie zuerst, Sie sind jünger. Und nun der Kommissar. Fassen Sie an, ziehen Sie sich hoch. Los. Tja, aber wie soll ich denn da reinkommen? Ist doch viel zu hoch für mich. Haben Sie nicht ein kleines Treppchen oder sowas? Versuchen kann ich ja mal, aber ich verspreche mir nicht viel. Vorsicht. Noch ein bisschen. Vorsicht! Noch ein bisschen. Der Schwimmer ist ertrinkt. Okay. 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 Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe das Gefühl, das Boot ist schon reißbar. Ja, aber nicht loslassen! Nein, ich muss auf die Seite rutschen. Na, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, weiß ich nicht. Nein, nein, das ist noch lange nicht das Ende. Wir sehen uns wieder, Paul Thomas. Und dann wirst du mir nicht entkommen. Dann wartet ein schreckliches Ende auf dich.